Moin Moin und zurück zu einer neuen Runde Dex. Geiler Ausblick, geile Aussicht, ich weiß es nicht, denn wir sind hier im Apartment von Miranda stehen geblieben. Und zwar geht's jetzt tatsächlich im Hauptquest wieder. Ich bin echt gespannt, was die Gute uns zu sagen hat. It's you. Look, you really need to stay away. You're gonna draw attention. Ja, ist die Frage, mehr Aufmerksamkeit auf uns oder auf sie? Wahrscheinlich hat sie um ihren eigenen Bürzel Angst. Wir haben mit deinem Ex-Mann gesprochen, mit Richmond. Und der will uns hier helfen, bei Redwood Watts einzubrechen. Richmond? You saw him? Where is he? I didn't know if he was dead or alive. Is he okay? Wenn sie jetzt sagt, sie weiß nicht, ob er tot war oder noch am Leben. Also wahrscheinlich hat sie dann versucht, ihm das Leben zu retten, ihrer Meinung nach, und irgendwelche Dinge getan. Ich bin mir da ja auch noch nicht so ganz sicher, ob das alles stimmt. Und war sich dann halt nicht mehr sicher, oh, haben sie ihn jetzt wirklich am Leben gelassen oder nicht? He's doing great, don't worry. Ah, ich weiß nicht, ob man das als great bezeichnen kann. A few trust issues, ja, genau. Das kann sich bestimmt vorstellen. Oh, Rich. I had no choice. You have to believe me. If I refuse to cooperate, they said they'd kill him. I had no choice. Das sagst du, ich würde dir auch echt gerne glauben, aber... Well, he's alive, at least. There's always hope he might move on, turn things around. Ja, aber wenn sie die Hoffnung hatte, dass er das alles irgendwie umdrehen kann, hätte sie dann nicht mehr Vertrauen in ihn gehabt? You'd think I got the good end of the deal. But trust me, I live in fear as much as he does. I keep hold of my puppet strings like they were pins on a hand grenade. It's all I can do just to stay alive. Wow. Also den Vergleich finde ich jetzt gerade echt krass. Sie sagt, sie hält halt an ihren Fäden fest, wie bei so, also diese Marionettenfäden, hält daran fest, als wäre das quasi dieser Mechanismus von einer Handgranate. Weil sie genau weiß, wenn sie das jetzt loslässt, dann war's das. Das ist schon ziemlich krass. Genau, aber wir brauchen seine Hilfe jetzt, nicht deiner. Oh, after all these years of my trying to keep him safe, he's right back in it. I just hope you know what you're doing. Das frage ich mich manchmal auch. Ah, gehen wollen wir nicht. Kennen Sie Redwood Watts Head Researcher Elizabeth Sterling? Genau, von der brauchen wir nämlich mehr. Das ist halt echt immer noch fies. Wir wissen immer noch nicht, wer hier überhaupt lügt und nicht. Ich weiß null über Decker, ich weiß null über Tony. Ja, arbeiten wir mit denen allen zusammen oder mit Niles. Natürlich arbeiten wir mit denen allen zusammen, aber wer davon sagt nur das, was er sagen muss? I know, Ellie. Yes. Met her a couple of times. Brilliant. Charming young woman. Modest, too. I remember her mentioning she was an AI specialist. And yes, she does work at Redwood Watts. I've never understood how good people end up in their ranks. We all have our own stories, I guess. But if you need to meet her, I think I have her contact. She was a key witness at a trial I worked for Samuel recently. Let me see. Okay. Weiter? We're here. She lives next to the Eden restaurant on the Afterlight Boulevard. But with a job like hers, you're more likely to find her at the Redwood Watts Labs. Ja, super. Good luck. Danke. Mann, werden wir auch gebrauchen können. Ich rede nochmal mit ihr. It's you. Ja, okay. Da kommt nicht mehr dabei raus. Der Quest hat sich geupdatet. Ich schaue mir das auch gerade nochmal kurz an. Und die beiden habe ich jetzt auch erfahren von Frederico. Vielen Dank dafür. Das ist mit den Antiquen genauso. Das bleibt quasi irgendwie offen, ob ich die jetzt alle verkaufe oder nicht. Es ist halt ein bisschen, was ich halt dadurch verpasse. Aber
Wer weiß, vielleicht mache ich das in einem neuen Durchgang irgendwann mal alles. Genau, er ist drin. Richmond Villas, der Komplex für alles bezahlt, was er ihm und seiner Frau angetan hat. Er braucht etwas Zeit, um sich in das Security-System einzuhacken und es zu deaktivieren. In der Zwischenzeit sollte ich versuchen, mehr über den Keystuff. Okay, das haben wir schon. Talk to Decker about Mitchell. Weiß ich nicht mehr, ob wir das gemacht haben. Miranda might know her. Ja, das haben wir. Ah, genau. Dann hat sich hier ja der neue Quest ergeben. Ellie, die AI-Researcher. Miranda denkt, dass ein AI-Spezialist bei Redwood Watts eine der Keykarten haben könnte. Ihren Status als Head Researcher der Fabrik herausgestellt. Die Frau nennt sich Ellie. Ich habe ihre Adresse, also sollte ich mal nach Informationen gucken. After reading some of Ellies E-Mails? Oh, dann haben wir das früher. Waren wir da in der Bude schon drin? Nachdem ich einige von Ellies E-Mails gelesen habe, habe ich darüber Auskunft bekommen, dass ihr Partner und bester Freund Ian ein paar Jahre zuvor getötet worden ist und dass sie sehr tief beeinflusst hat. In ihrem Apartment habe ich auch eine Zeitung gefunden, die mit Ians Tod zu tun hat. Er wurde brutal ermordet von einer Gang nahe des Afterlight Boulevards. Der Artikel suggeriert, dass er mit organisiertem Verbrechen zu tun hatte. Aber was Ellies E-Mails angeht, macht das keinen Sinn. Should ask around, okay. Das heißt, wir müssen uns da jetzt ein bisschen durchfragen mit seinem Tod. Ich glaube, ich erinnere mich an diesen E-Mail, an diesen Zeitungsartikel. Das war doch dann, glaube ich, das mit dem Wissenschaftler, den wir hier gefunden hatten, oder? Der Wissenschaftler, der gestorben ist? Ich will gerade noch mal hier reingehen zu Biopharmtech. Es gibt nämlich auch ein Achievement, wenn man den neuen Biopharmtech-Rezeptionisten trifft. Ich weiß nicht, ab wann und wie der kommt. You again? I told Biopharmtech wishes. Ja, danke, Claire. Tschüss, Claire. Okay, Claire hat ihren Posten noch. Die Frage ist bloß, wie lange? Ist die Frage. Ich sollte dann wahrscheinlich beim Afterlight Boulevard mal weitergucken. Und was ich jetzt noch machen will. Wer einmal kräftig niesen. Entschuldigung dafür. Ich hoffe, ich denke dran, das rauszuschneiden. Hey Dex, what's up? Okay, das hatten wir mit Cyberspace. Ich gehe nochmal darauf ein, dass er hier große Risiken annimmt für uns. Ich kenne mich, Tony, auch nur so weit, wie ich sollte bisher. Yeah, well, you guys didn't leave me much of a choice. But it's all good. Raycast needing some Tony assistance. That's a new level of cool right there. Ja, genau, du bist richtig, richtig cool. Ist die Frage. Oh, me and Decker, we go way back. Who busted him out of C-Space jail? This guy. Das hatten wir auch schon, ne? Who saved his life when he ran into black eyes? This guy. Naturally, he came to me now, too. I guess you could call me his Rock. The T-Rock. Of course, not big myself up, not my style. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber so weit waren wir schon. Hey Dax, what's troubling you? Genau, da waren wir bei Mitchell. Intel on Redwood Watts isn't exactly raining down, but we know they've hired a whole Armagear SecReg to protect the premises. Oh. Mitchell leads, facility's de facto chief safety officer. Toll. If Richmond's right, Mitchell will have one of those keycards. Ja, aber der wird nicht nur eine von den Karten haben, der wird auch mächtig Ärger im Gepäck haben, okay. Die haben so eine ganze Armagear-Security-Kracke hier am Dampfen. Und Mitchell ist hier der Sicherheitschef, so wie es aussieht. The man basically lives in a Redwood Watts facility. Ganz toll. So a street jump in the city won't work. All I've got on him is he's a veteran, served in the army for a few years before going contract. There's word that his discharge from the army was messy. Something happened.
His file's classified, probably armor gear. But if I dig past the red tape, it'll draw heat. Need to hide what we're up to. Best bet, find someone who knows him. Someone ex-military. Hey, maybe Hank will know something. Old friend of mine, owns a gun shop near the Chinese Gate. Alles klar, ja. Hank kennen wir. Ich will jetzt eigentlich noch nicht weitergehen hier, von wegen, ja, wir sind dann soweit zuzuschlagen. Das sind wir nämlich noch nicht. Wir sollten auf jeden Fall beide Stränge hier einmal uns auch angucken. Ich weiß hier immer noch nicht, was ich machen soll, um ehrlich zu sein. Mitchell. Genau, Sicherheitschef. Oh, der sieht natürlich auch ganz toll aus. Sehr freundlich und so offener Gesichtsausdruck. Der war in der Armee, aber dieser Rückzug, dieses, was danach kam, ist nicht ganz so toll durchgelaufen. Kennen wir hier irgendwelche Ex-Militaries? Außer Hank keinen, würde ich sagen. Deswegen gehe ich jetzt mal fast dazu über, dass wir Hank als erste Stütze hier dazu nehmen. How do you, Pertiness? What you calling for today? Something strange. Got that right? Sure, I remember. Ain't one of my men I forgot. But this one stuck in my recollection for different reasons. In Pakistan, 2021, his squad got caught in a chicken shoot. Mountain ambush, near Old Head. Couple days later, he flips. Gets to torture and killing POWs. Wanted back at the whole damn race. Then he shot down my lieutenant and two more for trying to stop him. That were what I couldn't forget. Wow, krass. Also die ganze Gruppe wurde hier irgendwie in einem Hinterhalt gelockt, fast alle tot. Er hat es dann scheinbar überlebt, dieser Mitchell, und ein paar Tage später ist er einfach ausgeflippt. Hat hier Hanks Leutnant und andere Leute erschossen. Und das ist jetzt natürlich, was Hank nicht vergessen kann an der Sache. Sure enough, I was witness, but his lawyer real shifted. Got him off on a PTSD plea. Dishonorable discharge, no veteran benefits. That's it. For killing three of my men and a good many more that didn't have dying coming. Why are you asking? Got some beef with him? Ja, noch nicht, aber vielleicht. Okay, also der wurde dann halt unehrenhaft entlassen. Keine Vorteile als Veteran, aber es scheint, als wäre Hank damit nicht so zufrieden. Kannst aber laut sagen, Junge. Ich glaube, der arbeitet für Armagier. Wird uns im Weg stehen. Das wird er höchstwahrscheinlich. Gibt's irgendwas, was wir gegen den Kollegen tun können? Well, never thought I'd see myself assisting against my own. But if he's Armagier now, he ain't my own no more. Alright. I kept me the trial records. Never throw out a thing. Let's see. I got a psych eval. You can give that a read. Real messed up was Mitch. The PTSD were real. Pathological guilt, denial, the lot. Alles klar, also wir könnten uns mal diese ganzen psychischen Sachen angucken. Was ich jetzt geil finde, muss ich ganz ehrlich noch dazu sagen, ist einfach wieder so der Hintergrund. Also die Charaktere sind unheimlich glaubwürdig, weil gerade der Satz jetzt hier von Hank, von wegen, ja, er hätte nicht gedacht, dass er mal gegen seine eigenen Leute arbeitet. Dieses Ehrgefühl einfach, was man da hat, was auch einfach zu dieser ganzen Vorgeschichte mit der Army und so weiter passt. Also das passt zu so einem Charakter richtig gut dazu. Da sind die Leute, sind einfach deine Leute. Du gehst nicht gegen deine Leute. Jetzt, wo er aber tatsächlich hier zu Armagier gehört, Mitchell, kann Hank sagen, okay, da kann ich jetzt eingreifen, weil das geht nicht gegen mein eigenes Ehr- und Kollektivgefühl. Oh, I'll wager that'd be interesting. CCTV footage from the prison cells they used in the trial of Mitch's murdering and torturing. Plain forgot doing half of it, he did. Showing him that there footage might shake him up some. Okay, wir haben jetzt hier ein paar Sachen von Hank erhalten. Quest-Items, Mitchells Torture-Footage, ja. Das ist quasi alles hier einmal zum Angucken. Das ist brutal. Kein Wunder, dass er von der Armee entlassen wurde. Oh ja.
Ich will es ehrlich gesagt gar nicht sehen. Mitch's Psych-Evil. Yep, that man is troubled. Wouldn't take much to push him over the edge. Also der steht so vom Kopf her echt am Rand. Das heißt, wenn man sich die Sachen jetzt zunutze machen würde, das psychologische Profil, das ich jetzt leider nicht ganz lesen kann, weil das Foto hier oben drüber ist. Das sind wahrscheinlich verschiedene Fähigkeiten. Ich kann es auch nicht ganz lesen. Rationalität 50%? Das ist schwer zu sagen. Self-Control, ist auch nicht so geil anscheinend. Da ist der Hochzeitsring. Okay. Damit haben wir ja eigentlich schon ein paar Sachen da mitbekommen. Warte mal. Genau, Mitchell hat unter Hank gedient in der Vergangenheit, wurde unehrenhaft entlassen. Ziemlich krasses psychologisches Profil. Ah, das mit dem Footage, ich weiß nicht, ich will mir das nicht angucken. Ich halte ihm das gerne hin, aber... I guess being confronted, ja genau, wenn man ihn konfrontieren mit seiner Vergangenheit, könnte uns das irgendwie helfen, gegen Mitchell anzukommen. Ellie ist immer noch die Frage Afterlight Boulevard. Wir könnten da mal noch kurz nach Informationen suchen, die Ellie betreffen. Nightingale? Vielleicht schauen wir da auch noch mal rein irgendwann. Gucken, was die beiden machen. AJ und Cypher, der endlich redet. Da ist ihn und da geht's weiter zu High-Rise. Okay, dann schaue ich hier mal noch rein. Vielleicht finden wir auch bei High-Rise was. Ja, das genau. Das war nämlich das. Wir waren hier schon drin. Da geht's um Ian Calderson. Das war dieser Wissenschaftler, der tot aufgefunden worden ist. Das waren die E-Mails, die wir von ihr dazu hatten. Das heißt, hier waren wir schon drin. Ist die Frage, ob wir noch mehr rausfinden? Scheinbar nicht. Scheiße. Dann mal gucken, wo wir hier noch was finden können. Ich will mal schauen, ob es... Oh, da hat es kurz gehangen. Geht's hier oben noch irgendwo rein? Ich sehe im Moment nichts. Ich sehe im Moment nicht, dass ich hier noch irgendwo rein kann. Das sieht alles nicht so aus. Die sind auch immer noch da. Weiß er was? Ha! Vielleicht weiß er was. Know anything? I was right here. Saw the whole thing. Guy never stood a chance. It was pros that took him out. Organized like some commandos or some shit. Ja, geil. Ist doch auch mal, ne, so ein Drogendealer ist dann doch irgendwie mal nützlich, wenn er auch irgendwie noch was sieht und mitkriegt von der Welt. Tja. Ja, mach mal weiter. Das ist wichtig. Oder woher weiß ich denn, dass der hier nicht irgendeinen Scheiß abzieht? Und ich meine, so wie der hier reinguckt, ist das jetzt eine berechtigte Frage. That's some kind of cold calling me a liar, Mom. What if I told you I filmed the whole thing? Whoa. I'd show it to you, but you kind of hurt my feelings. Nein. Some credits might go some way to easing the pain. 300's a remedy. Might even give you a copy. Warte, scheiße, jetzt haben wir's versaut, ne? What'll be your taste? Right you are, Mom. Yeah, but alles like klar. I said, I can't be parting with wie it for less. There you go. Him. And allow me to compliment you on your eye for a fair price. Oh, okay, ja, dann wird das direkt geuploadet. Okay. I thought you said this was eye resolution. Anyway, black van, sliding door, 5 soldiers, no, 6. Packaged him, and he's gone. All happened just like he said. And the 6, they were armor gear. Can tell from the equipment.
Oops. He probably staged his death so the Cedars would get the blame. Some of these guys aren't even hiding their faces. Maybe I can run a quick face rec. Die waren sich aber schon sehr selbstsicher. Gehen da hin, verdecken nicht mal ihre richtigen Gesichter irgendwie. Aber gehen zu sechs dahin. Also, what? Huh. Well, seems one of them is none other than Mitchell. The chief security officer I told you about. Miss. The one at Redwood Watts. Cold son of a bitch. Would have seen Ian every day at work. It hit Ellie like a truck on a freeway if she saw this. Scheiße. Okay. Boah, das ist jetzt natürlich richtig krasser Shit. Ich gehe hier nochmal rein. Ist die Frage. Wir haben jetzt, glaube ich, nicht mehr rausbekommen, außer... Ja. Da haben wir auch das Footage davon jetzt. Mitchell steckt also da auch mit drin. Die sind also miteinander irgendwie, Ellie und Mitchell sind irgendwie miteinander verbandelt durch die ganze Geschichte. Ja, ist nur die Frage, gehen wir dann damit wirklich zu Mitchell oder zu Ellie oder können wir die gegeneinander ausspielen? Alles klar, ich denke nämlich jetzt mal, dass die zwei hier zwar noch offen sind, aber so wie sich das liest, nicht weitergehen. Das heißt, wir müssen tatsächlich dann zu Decker zurück, müssen sagen, dass wir jetzt bereit sind und tatsächlich dann da reingehen. Krass, okay, ich frage hier nochmal kurz nach. Hey Dex, it's gonna take a while before we're ready to go public with this. Got some holes that need plugging. She said... But when the bomb drops, you're gonna know about it, sister. Oh, AJ ist einfach geil. AJ ist einfach geil. Aber da gibt's keine Neuigkeiten. Howdy. Sorry, real busy. Prepare getting things ready with Miss AJ. Alles klar, viel Spaß, gut luck. Good luck is good. Nee, good luck ist good luck, aber deswegen sagt man das auch so. Wow, aber okay, ich würde fast sagen dann, dass wir beim nächsten Mal bei Tony weitermachen. Denn es sieht echt so aus, als wären wir jetzt quasi bereit, reinzugehen in das ganze Labor. Wow. Ich bin gespannt. Bis dann.